So Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir haben hier unseren alten gebrechlichen Cranky Kong auf den Schultern und gehen mit dem ins Dick... Ihr wollt nicht wissen, was ich jetzt hier gerade gelesen habe. Dickicht im Dunst. Klingt ziemlich dick und ichtig. Oh, der hört sich auch cool an, der Kleine. Ja, doch, er ist doch ziemlich klein. Aber das sieht auch richtig cool aus, wie der rumläuft. Im Zwei-Spieler-Modus kann sich ja der zweite Spieler aussuchen, mit welchem Charakter. Oh, wie geil sieht das denn aus? Oh, ernsthaft, wie geil sieht das denn aus? Oh, das sieht richtig cool aus, der Bart. Wer bei Didi dann, was wäre bei Didi dann so beleuchtet? Wahrscheinlich seine Mütze, oder? Die können wir auswählen, wenn wir wollen. Ich bleib mal bei Didi. Ich hätte wen anders zeigen können. Ne, komm, egal. Wir bleiben mal bei Cranky. Der ist ganz cool. Den hat man selten gesehen. Ich glaube sogar, das ist sein Debüt in einem Videospiel als spielbaren Charakter. Oder kann das sein? Dixie gab es auf jeden Fall schon mal bei Donkey Kong Country 2. Und ich glaube auch beim dritten Teil gab es die. Und beim Nintendo 64 Ableger. Aber Cranky gab's glaube ich noch nie als spielbaren Charakter. Kann auch sein, dass ich mich irre. Okay. Gehen wir da hoch. Yay! Yay! Schön viele Bananen. Was mir fehlt, ist natürlich ein Puzzleteil. Ja. Ist hier ein Puzzle? Ja, danke schön. Woher haben wir. Hä? Bin ich so vergesslich wie Cranky? Wo haben wir. Wo zur Hölle haben wir das erste Puzzleteil eingesammelt? Moment. Ah, nee. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Dass hier war definitiv Didi cooler. Aber es geht auch mit Cranky, wie ihr seht. Denn, mit Cranky habe ich echt Angst. Mit Didi habe ich voll so die Sicherheit und denke mir so, hey, ich kann sowieso mit dem Jetpack so lange schweben, wie ich will. Naja, nicht so lange, wie ich will. Aber man kann doch relativ lange mit ihm schweben. Ich dachte, da kommen Bananen raus. Aber da kamen keine Bananen raus, sondern eine Rank. Wo führt die mich hin? Hä? Hä? Ja, was? Ja, was denn? Was denn? Hä? So, kann ich die hochklettern? Was bringt mir das? Ach so, hier oben ist was. Aber hier oben ist nicht... Ah, da. Doch, ein Puzzleteil. Ich wollte gerade sagen, hier oben ist nicht mal ein Puzzleteil. Ich gehe trotzdem mal hier runter, weil vielleicht verpassen wir hier auch was. Wenn das Spiel fies ist, könnte hier auch was sein. Oh, nein, da war ich einfach doof. Doof. Okay, da sieht es aus, als ob es da reinginge. Ah, nur eine Bananenstaude. Ja, immerhin eine Bananenstaude. Ah, was mir auch aufgefallen ist, wir haben hier richtig viele Leben. Man bekommt richtig schnell Leben. Wahrscheinlich wollen sie schon mal ein bisschen vorbeugen, dass man hier ein paar Leben einsammelt, bevor man sie in den nächsten Welten dann alle verliert. Aber gut. Schauen wir mal, wann der Schwierigkeitsgrad, okay, ansteigt. Weil ich bin mir sicher, das wird auf jeden Fall noch eine härtere Nuss als bislang. Weil bislang schlagen wir uns gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Natürlich, ihr seid alle die Besten und könnt alle super profimäßig gut spielen. Aber ich finde, ich schlage mich auch bislang nicht schlecht. Warten wir erstmal die Lorne-Level ab. Wie komme ich da denn hoch? Okay. Da habe ich schon gedacht, dass die auch in diesem Level auftauchen könnten. Ah, hier, dann ziehen vielleicht. Dann komme ich da irgendwie hoch. Ja, hier. Und dann hier hoch. Schön alle Bananen einsammeln. Und das O auch. Haben wir drei Puzzleteile. Ich versuche mich immer an den Kong-Buchstaben zu orientieren, ob wir schon genügend Puzzleteile haben oder ob uns noch welche fehlen. Aber kann ich jetzt momentan nicht sagen. Das geht auch nicht kaputt, oder? Doch. Und Puzzleteil? Bananen. Komm, sammel's ein. Sammelst doch ein Cranky und Donkey und Cranky und Cranky. Okay, sehr schön. Puzzleteil. Ja, danke. Endlich. Da unten ist noch was. Aber hier rechts könnte auch was sein. Ist aber nichts. Ich will mich trotzdem ein bisschen umschauen. Ich sollte echt öfter mal die Superfähigkeit da einsetzen. Obwohl, ich habe das Gefühl, ich habe schon echt viele Leben. Und Bananenmünzen habe ich auch gar nicht mal so wenige, glaube ich. Oh,
Da bricht gleich alles ein und im Hintergrund fällt auch alles auseinander. Braucht die Kiste? Ich habe sie jetzt einfach mal verschwendet. Wahrscheinlich braucht man die von Secret, ich Idiot. Ja, vielleicht auch nicht. Okay. Halt auch mal ein bisschen die Klappe, damit ihr vielleicht die Musik ein bisschen genießen könnt. Ich dachte, da geht's weiter. Da geht's aber gar nicht weiter. Oh, oh, oh. So. So ist das. Ach, so ist das. 5 von 9. Ist das gut? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das ganz okay? Oh, ich dachte schon wieder, es fallen Bananen raus. Ich denke, die ganze Zeit, es fallen Bananen raus. Okay, jetzt haben wir schon mal 6 immerhin. Okay. Das bringt mir was. Ach so, wenn man keinen Cranky Kong hätte, hätte man die Plattform gebraucht, um an das Puzzleteil ranzukommen. Oh, so einen großen gibt's auch. Ah, hält er nicht 3 Schläge aus? Beziehungsweise beim dritten ist er erst down. Habe ich jetzt eigentlich gedacht. Dem war aber nicht so. Okay. Oh! Hat's die Wow! Da schlägt Mutter Natur einmal aus und alles geht kaputt. Wollen wir mal wechseln? Ja, wen wollen wir denn nehmen? Nehmen wir Dixie mal. Um zu schauen. Okay, bei ihr sind einfach die Kleider so bemalt. Also. Super. Super. Okay. Ja, geht das? Geht das? Geht das? Das geht! Yes! Sehr gut! Noch ein Puzzleteil. Ha, das war richtig cool. Das war richtig, richtig cool. Also die Level, sind bis jetzt richtig cool gestaltet, muss ich sagen. Hier auch nochmal Bananen einsammeln oder was ist los? So, komm, ich versuch's mal. Nein, nein, komm, schneller. Schnell, nein, nein, nein! Oh, leco mio! Nein, 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 nein. Bitte sag mir nicht, dass da ein Puzzleteil war. Bitte sagt es mir nicht. Da war auf jeden Fall ein Puzzleteil. Was soll's denn sonst gewesen sein? Aber ich hab sonst noch einen verpasst. Mindestens eins. Okay. Ich dachte gerade, ich habe noch immer Cranky. Aber ich habe nicht Cranky, sondern natürlich die Dixie. So, den mach ich weg. Dafür bekomme ich auch kein Puzzleteil. Schade. Dachte ich jetzt ehrlich gesagt, aber nun gut. Sei es drum, beenden wir das Level. Leider überhaupt nicht komplett. Mir fehlen einige Teile. 2 Puzzleteile fehlen mir, glaube ich. Immerhin haben wir die Kong-Buchstaben komplett. Das ist schon mal ein, ja, ist schon mal ein Trost, würde ich sagen. Trotzdem ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht war ich auch zu sehr von der schönen Grafik geblendet. Dass ich gar nicht drauf geachtet habe, wo die Puzzleteile sind. Kann ja sein. It's possible when it's possible, if you know what I mean. So. Dann gehen wir jetzt definitiv auch zum nächsten regulären Level, nämlich Wipfelwirrwarr. Sieht nach einem ziemlichen Wirrwarr aus, würde ich sagen. Meine Wortwitze sind immer so gut, obwohl es gar keine Wortwitze sind, sondern irgendwie, keine Ahnung. Was sind es denn? Was sind es? Was ist der Sinn des Lebens? Dies und mehr erfahrt ihr im nächsten Part, denn dieser Part ist noch nicht zu Ende. Aber ich labere einfach irgendwas. Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. So. Fulminant, wie der liebe Donkey hier auftritt. Mit seiner kleinen, Schwester? Tochter ist es nicht, oder? Es ist... Oder ist es seine Tochter? Hä? Hä? Was? Okay. 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 Oh, oh, oh. Haben wir denn genug Zeit? Ich glaube, ich trödel ein bisschen, kann das sein? So. So. Oh, oh. Ja, wir haben alles. Jetzt nur noch... Ich muss sagen, ich muss mich jetzt echt gerade richtig konzentrieren, um die alle einzusammeln. Puh, puh, puh. Will das Spiel, dass ich die nehme? Komm, wenn es das Spiel schon sagt. Ich meine, wieso nicht? Didi, du bist jetzt mein neuer Begleiter. Schade, dass wir den im letzten Level nicht gesehen haben. Aber ich dachte schon, da unten wäre ein Cranky-Fass, aber das war eine Schnecke. Ja, die Schnecke sieht auch fast so aus wie Cranky. Cranky, wenn du das hörst. Ich meine es nicht ernst, das war nur ein Spaß. Lawn-Level? Ein Lawn-Level?
Oh, nee, 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 nee. Oh, nee, fuck. Ich hätte nicht gespürt. Oh, was? Wie hätte ich den Ballon bekommen sollen? Das Leben. Yes! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Herz, scheiß auf das Herz. Oh, es passiert so viel. Es passiert gerade so. Ducken. Doch, spring darauf. Checkpoint erreicht. Okay, haben wir bis jetzt alles eingesammelt. Okay, schön auf alles achten. Hier ducken, ducken, ja, 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 ja. Und das O holen. Ah, nochmal ein Puzzleteil, Mann. Das war richtig gut von mir. Und ich bekomme nochmal ein Puzzleteil dafür. Ernsthaft? Das war zu früh. Nee, es war nicht zu früh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft bis jetzt. Okay, bloß keinen Fehler machen. Reaktion statt... War das gut? War das gut? Nimm mal ein Puzzleteil. Wo bekomme ich denn... Nein. Ja, doch. Ich hab's. Oh, ich bin gerade voll angespannt. Vielleicht merkt ihr das. Oh. Okay. Okay. Okay, okay. Ducken, ducken, ducken. Hoch da. Hoch da. Nee, okay. Ich dachte, da wäre ein Puzzleteil oder so. Da war kein Puzzleteil. Oh, Leute. Nein, da unten. Da unten war ein Puzzleteil. Soll ich sterben? Soll ich sterben, bevor ein Speicherschwein kommt? Ja, ich sterbe. Ich sterbe. Ich bin absichtlich gestorben. Ich hab's vorhin angekündigt. Okay, ja, haben wir denn? Wir haben sicher schon ein paar verpasst. Mann. Ich muss das Level wahrscheinlich so... Ja, jetzt habe ich ein Leben verloren. Oh, geil. Geilomatico, yay. Ducken hier, okay. Nee, hier war es noch nicht. Nee, nee, nee. Hier kann ich oben lang. Hier kann ich oben lang. Da komme ich wieder ein Herz. Dankeschön, liebes Spiel. Sehr nett. So, wo war das nochmal? Hier, unten bleiben. Ja, perfekt. Sehr gut, da bekomme ich auch ein Leben gleich. Was? Boah, das G stimmt. Das G. Das G, das G, das G, das G, das G, das G. Oh. Oh. Okay. Das sieht nicht so toll aus. Runter mit uns! Yay! Okay. Ah, spring! Spring! Wo ist ein Puzzleteil? Da ist ein Puzzleteil! Oh Mann, soll ich mich wieder umbringen? Soll ich mich wieder umbringen? Moment. Wenn ich hier unten noch das nächste Puzzleteil finde, bring... Ja. Hier ist es. Kann ich mich denn irgendwie umbringen? Ich kann mich nicht umbringen. Moment. Wir schauen jetzt einfach mal, wie es aussieht, wenn Donkey die Luft ausgeht. Weil ich will das letzte Puzzleteil haben. Also ja, das dauert ja ziemlich lang. Vielleicht geht's schneller, wenn ich umher schwimme. Es war zwar ein bisschen makaber jetzt, dass ich Donkey dafür sterben lasse, aber ja, ich will das Puzzleteil, Mann. Ich will das Level nicht nochmal machen. Obwohl es ein echt schönes Level war, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ich werde das Level früher oder später sowieso machen, weil so, ich finde die Spiele hier, Donkey Kong Country Tropical Freeze, also von dem Spiel kann ich es jetzt noch nicht sagen, aber Donkey Kong Country Returns zum Beispiel fand ich ziemlich gut, so dass es auch einen Widerspielfaktor hatte. Beziehungsweise, ja, wie heißt es? Widerspielfaktor? Ist das das richtige Wort? Ihr wisst schon, was ich meine. Also man spielt es auch gerne mal ein zweites Mal durch. Auch wenn man die 100% hat. Ich muss zugeben, ich habe da nie die 200% gemacht. Aber keine Ahnung, ich habe es nicht mal versucht und ich hatte auch keinen Bock, es zu versuchen. So, ja, das, Puzzleteil haben wir schon. Nee, was war das jetzt gerade für eine Aktion? Oh, komm, bring dich um. Bring dich um, Donkey. Das war gerade selten dämlich. Ich dachte, ich muss da irgendwie auf die Fässer bzw. auf die Kisten da oben springen. Aber dem war natürlich nicht so. Gibt's hier eigentlich wieder diesen silbernen Gorilla, der mir hilft, wenn ich tausendmal in einem Level sterbe? Ich hoffe, den gibt's nicht, ehrlich gesagt. Weil ich mag sowas nicht unbedingt. Wenn man zu schlecht ist für ein Spiel, sollte man es einfach nicht spielen, sorry, aber ist so. So, hier war's. Raufspringen und sehr gut. Sehr gut, okay. Und jetzt aufpassen, wo war denn nochmal das Puzzleteil? Hier war es noch. Jetzt hier irgendwo bei den Rotorblättern. Erstmal geht's bergab. Nein! Nein, 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 nein. Das kann ich überspringen, cool. Obwohl ich jetzt eigentlich gerne auch. Nochmal gesehen. So, hier irgendwo. Yappie, deppi, perfecto mundo. Haben wir das Level auch beendet zu 100%. Supi. So.
Oh nö. Oh, das muss ich noch lernen. Das muss ich noch ein bisschen lernen. Aber gut, kommt Weile, kommt Rat oder kommt Tat oder wie auch immer, ist ja auch egal. Ist halt so eine Art Salat, wenn ihr versteht, was ich meine. Das war's mit diesem Part, obwohl, nee, wir holen uns noch die zwei Puzzleteile, die uns im vorherigen Level fehlen. Und dann sehen wir uns, glaube ich, auch schon im nächsten Part wieder, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Oh! Oh, da kommt schon der Boss und wir haben alle Kong-Buchstaben in dieser Welt. Das heißt, wir können auch das 1K-Level machen, nämlich Durchhängedrama. Gut, das machen wir dann im nächsten Part, das Durchhängedrama, bevor wir im übernächsten Part dann den... Sorry, den Boss machen. Aber jetzt erstmal suchen wir uns hier die fehlenden Puzzleteile. Ja, bis gleich. Ich hol mir aber Squawks. Ja, ich hol mir Squawks. Okay, dann holen wir uns Squawks, sagen wir mal... Ich kann mir nur 10 leisten. Oder? Habe ich nur... Ah ja. Ja, komm, holen wir uns gleich Squawks 10 Mal. Wir werden sicher das ein oder andere Mal brauchen. Von dem her sind wir jetzt arme kleine Äffchen. Aber wir haben immerhin Squawks. Yay. So. Dann wo war das Level nochmal? Hier nicht, sondern da oben rechts. Juppie. Wir sehen uns... Ah, hier im Inventar müssen wir den auswählen. So. Dann Plus für bereit. Ja. Let's go! Level spielen und wir sehen uns dann gleich. Also schneidet das so zusammen, dass ihr halt nur seht, wie ich die Dinger da einsammle, die Puzzleteile. Bis gleich. Okay, Leute. Irgendwie habe ich es jetzt geschafft. Squawks hat hier die ganze Zeit ausgeschlagen. Und irgendwie habe ich es jetzt geschafft, dass hier Bananen auftauchen. Ich nehme mal an, wenn ich die jetzt einsammle, soll das Puzzleteil kommen? Ja. Hä, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie hier nach links gesprungen, habe alles Mögliche versucht. Habe auch die Kong-Attacke versucht. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt geschafft habe. Aber Hauptsache, ich habe jetzt das eine Puzzleteil. Wir sehen uns gleich beim zweiten, das mir in diesem Level fehlt. Okay, das nächste Puzzleteil, was uns in diesem Level fehlt und somit auch das letzte, ist wohl tatsächlich hier, wenn man alle Bananen einsammelt, das dachte ich mir ja schon. Und ja, da ist es, das letzte Puzzleteil. Gut, dann holen wir uns das. Somit haben wir hier dieses Level auch zu 100% geschafft. Danke, Squawks. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und...